Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Mass Effect Andromeda. Wir sind nach der letzten Main Mission wieder zurück auf der Tempest und quatschen jetzt erstmal mit der ganzen Besatzung hier und schauen mal, was so los ist. Hi Lexi. Oha. Ryder. Ja, man sieht sie, ne? Dann will ich sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn sie mich brauchen. Ja, Lexi hat keinen Bock mit uns zu reden, ist in Ordnung. So, wie sieht's hier drüben aus? Cora, was ist bei dir los? Hätten Sie kurz Zeit? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Sicher doch. Natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe viel nachgedacht über Sarissa und darüber, dass ich kein Pathfinder geworden bin. Und daraus ist eine Art Projekt entstanden. Auf Eos. Könnten Sie mir helfen, es zu Ende zu bringen? Was für ein Projekt? Ich übermittle den Nav-Punkt an die Steuerung. Kommen Sie, dann zeige ich es Ihnen. Du, wir haben ja gerade auch sonst nichts zu tun, ne? Ist okay, machen wir. Machen wir. So, wer fehlt noch? Mal schauen. Ich guck mal, wer hier noch so ist. Die Tür ist zu, da gehen wir doch mal rein. Selbst wenn ich sie finde, ist Ihnen eigentlich klar, was Sie das kosten wird? Ja, und ich halte mein Wort, also erledigen Sie es einfach. Hi. Ich hörte, die Kettaktivitäten sind zurückgegangen. Wette, der Archon leckt immer noch seine Wunden. Und das heißt, er kann besiegt werden. Die Kett können besiegt werden. Das rüttelt die Leute wach. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie sich gerade über die Kett unterhalten haben. Nein, habe ich nicht. Ein Freund von mir sucht für mich nach einer Lampe. Ich hatte sie von zu Hause mitgebracht, aber sie wurde bei der Revolte gestohlen. Das ist so sentimental. Ich hätte sie nicht für so sentimental gehalten. Da bin ich nicht die Einzige hier. Suvi hat die alten Instrumente ihres Vaters, Cora ihr Asari-Gebetsbuch und Liam hat den Müll, den er eben sammelt. Diese Dinge sind wichtig. Sie erinnern uns daran, woher wir kommen. Da stimme ich zu. Ich verstehe Sie. Ich will niemals vergessen, was ich zurückgelassen habe. Genau. Selbst wenn wir nach vorne schauen. Was ist so besonders an dieser Lampe? Sie ist schrecklich. Ihr Fuß ist eine splitternackte Asari, die einen Mond hochhält. Eines Ihrer kostbaren Besitztümer ist eine hässliche Lampe? Ja. Die Lampe gehörte dem Vorarbeiter bei meinem ersten Job. Immer wenn er fies war, habe ich mich auf sie konzentriert, damit er meine Wut nicht bemerkt. Ich habe sie behalten, um mich daran zu erinnern, wo ich herkomme. Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, zu überleben, mich von Arschlöchern rumschubsen zu lassen oder eins zu sein. Jetzt muss ich das nicht mehr. Ich kann von vorne anfangen, einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Sie und ehrliche Arbeit, nee, und ihre Fähigkeiten vergeuden. Sie wollen wirklich nochmal von vorne anfangen? Nach allem, was Sie durchgemacht haben? Ich weiß es nicht. Der Punkt ist, ich habe die Wahl. Wenn ich will, kann ich mein Leben ändern. Anfangs hat es mich nicht gejuckt, dass die Lampe fort war. Alles lief total beschissen und es war einfach unwichtig. Aber wir haben Fortschritte gemacht, Ryder. Auch kleine Dinge haben wieder eine Bedeutung. Die Leute wagen es wieder zu träumen. Ich mag diese Seite an Ihnen. Es ist schön, sie so zu erleben. Ich weiß. Ich genieße es auch mal loslassen zu können und etwas nur für mich selbst zu tun. Hoffen wir, dass das nur der Anfang ist, hm? Huh? Hm. Das Augengerolle gerade von also wie er seine Augenbrauen hochgezogen hat. Vetra, gibt's noch mehr Gesprächsthemen? Ich check mal eben. Ich denke immer noch über die Turianische Arche nach. Über Mason und Avitus. Ich hoffe, es geht Avitus gut. Wie könnte es ihm gut gehen? Fragezeichen. Kann es einem nach so einem Verlust überhaupt jemals wieder gut gehen? Ich hoffe, er, wie hat mein Vater es ausgedrückt, verlässt sich auf diejenigen, die sich auf ihn verlassen, damit sie sich gegenseitig wieder aufrichten können. Wow, ich fasse es nicht, dass ich das noch weiß. Sie waren irgendwie nicht auf der Turianischen Arche, warum eigentlich nicht? Also, wieso waren Sie nicht auf der Turianischen Arche? Weil unser Vater Palavin schon lange vor dem Bau der Arche mit uns verlassen hatte. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht mal sicher, ob man uns überhaupt noch wirklich als Teil der Turianischen Gesellschaft betrachten kann.
Aber was soll's? Er braucht schon all diese Regeln, richtig? Ja, Regeln sind doch nur Ballast, nicht wahr? Ich lass sie dann mal wieder weitermachen, ne? Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Richtig, einfach hier auf der Nexus. Wo sonst? Gut, das hätten wir. Nächster. Wer hat noch Lust? Wer will nochmal? Hier noch jemand drin? Nein. Gut. Hier unten steht auch niemand mehr rum. Dann klettern wir mal nach oben. Gehen wir mal hinauf. Und ihr wisst Bescheid, wir fahren gleich wieder von über viele Planeten und werden viele kleine Missionen erledigen. So, jetzt reden wir erst nochmal mit Gil. Na? Was ist bei dir los? Hey, Sie führen 2-0. Was meinen Sie damit? Sie standen dem Archon jetzt 2-mal gegenüber und haben ihm 2-mal ins Gesicht gespuckt. Im übertragenen Sinne natürlich. Vielleicht auch im wörtlichen. Ein Fehlschlag und alles ist vorbei, nicht wahr? Ich muss nur 1-mal scheitern und das Spiel ist aus. Dann müssen Sie Ihre Siegesserie eben aufrechterhalten. Dieser Bastard versucht also, uns alle dem Aufstieg zu unterziehen, hm? Das ist sein großer Plan? Gut möglich, ja. Normalerweise mag ich ja Spiele mit hohem Einsatz. Aber in diesem Fall würde ich doch lieber am Kindertisch sitzen. Ja, wir unterhalten uns später weiter, ne? Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Reingehauen, Gil. So. Ich glaube auch, er will einfach wirklich, er will halt, es ist nicht mehr die Aufgabe des Archon, es ist ja die Aufgabe, die Mission der ganzen Cat, einfach alle zum Aufstieg zu bewegen. Jal, na? Wie sieht's bei uns beiden aus? Wie sieht's mit Snooze nur aus? Liams Idee, sich gemeinsam Videos anzusehen. Der Filmabend? Er hat ihn wieder verschoben, aus Respekt vor den Kroganern. Gut. Denn soweit ich gesehen habe, sind ihre Videos flach. Man kann sie nur sehen und hören. Angara-Videos benutzen schwache elektrodermale Signale, die man durch die Haut spürt. Okay. Ich habe das mit Gil besprochen. Wir könnten ein System bauen, das das auch kann, wenn wir die richtigen Komponenten zusammenkriegen. Das klingt aufregend. Vor allen Dingen je nachdem, was für Videos ihr euch da so anschaut, nicht wahr? Klingt großartig. Das sollten wir machen. Die benötigten Komponenten müsste es auf Aya geben. Wir sollten danach Ausschau halten. Machen wir. Sonst noch weitere Dialoge? Jarl? Ich will dich ja nicht nerven oder so. Moin, da bin ich immer noch. Hallo. Ryder, was für ein Sieg. Jetzt, da wir die Position von Meridian kennen, ist der Untergang des Archons besiegelt. Genau. Ein Sieg fühlt sich gut an. Und es wird noch mehr davon geben. Sie haben ein gutes Team, Ryder. Ja, es scheint ganz gut zu funktionieren. Wenn Sie möchten, kann ich die Crew darin schulen, offener mit ihren Gefühlen umzugehen. Oh, okay. Ich denke darüber nach. Okay, sagen Sie mir Bescheid. Ich muss dann erstmal gehen, ne? Bis später, Jaw. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Danke. Das wünsche ich dir auch, ne? Wir sehen uns ja wieder. Gut, dann haben wir das. Jetzt schauen wir nochmal hier. Drake, ist bei dir noch was los? Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, mich anzusprechen, Pathfinder. Hören Sie, Drake, ich... Sparen Sie sich das. Was Sie getan haben, sagt alles. Und jetzt verziehen Sie sich und lassen Sie mir etwas Zeit, mich abzuregen, bevor ich noch irgendwas mache, das wir beide bereuen werden. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Einfach nur leid. Gehen Sie! Ach, ich hab mir's bei Drake versaut. Vielleicht wird das aber wieder. Liam, bei dir noch was los? Ah nee, wir wollen uns treffen, ja, hattest du erzählt. Ich warte immer noch auf unseren Abstecher. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben dann alle, außer hier unseren Captain, der hier am Steuer sitzt, der fehlt noch. Warte, und Pibi noch, ne? Hier ist niemand drin? Eben kurz mal checken. Sicher ist sicher. Dann kurz noch mit Pibi quatschen. Tür geht auch nicht auf, das bedeutet etwas Gutes. Hey, Pibi. Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hallo.
Keine Sorge, ich überfalle Sie nicht mit irgendwas Blödem. Obwohl, vielleicht finden Sie es ja doch blöd. Aber egal. Also, Sie und Ihr Team sind wie Pilze. Wissen Sie das? Sie sehen komisch aus, riechen komisch und wachsen an den merkwürdigsten Orten. Und irgendwie haben Sie Ihre Wurzeln in mein... Boah, das klingt so kitschig. Herz geschlagen. Ich nehme das hier auf, damit Sie es mir, wenn ich unruhig werde, und das werde ich, vorspielen können, wie ein ganz ruhig PB-Joker. Also, wenn Sie irgendwas für die Nachwelt festhalten wollen, sagen Sie es nach dem Piep. Oh, und kommen Sie dann in den Meetingraum, okay? Piep. Schön. Wie Pilze, hä? Schön, dass Sie hier bleiben. Willkommen im Team, PB. Schön, dass Sie sich entschieden haben, hier zu bleiben. Also, der Grund, warum ich Sie alle sprechen wollte... Oh, oh, haben Sie gemeutert und Ryder über Bord geworfen? Oh, Pech gehabt. Er ist gerade aufgetaucht. Was denn hier los? Ich hätte nie gedacht, dass PB jemals Schwierigkeiten haben könnte, zu Wort zu kommen. Vielleicht färbe ich ja auf die anderen ab. Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber... Seit ich hier bin, stehe ich ständig vor dem Absprung. Und, naja, damit ist es jetzt vorbei. Ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein, dieser Familie. Und das war's auch schon. Okay. Das hat ja ganz schön gedauert, Kleine. Ja, Sie sind eine von uns, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Toll. Also bei mir herrscht das totale Chaos. Wer hilft mir beim Aufräumen? Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich mache gerade Eis. Bei den Angara ist heute Feiertag. Ich habe noch jede Menge Berichte zu schreiben. Ich helfe Liam mit dem Eis. Aber... Okay, das war lustig. Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ah, schön. Okay, dann haben wir das auch. Ich glaube, jetzt sind wir durch. Jetzt fehlt nur noch unser Navigator-Tibi und dann haben wir es aber. Ach, schön. Pibi bleibt jetzt also auch hier. So. Jetzt schnacken wir noch mit Callow. Ein großer Sieg. Unsere Arche wieder bei der Nexus. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Wir sind jetzt in Sicherheit. Die Cat werden die Passero in Ruhe lassen. Die Miliz kümmert sich darum. Salarianer in der Hand der Cat, das ist ein furchtbarer Gedanke. Aber wenigstens hat unser Pathfinder es geschafft. Danke, Ryder. Wirklich. Wenn Sie jemals etwas brauchen, fragen Sie einfach. Ja. Gut. Wie läuft die Arbeit mit Gil? Kommen Sie und Gil immer noch miteinander aus? Unser Verhältnis ist... herzlich, bis jetzt. Er verfolgt Ansätze, die mir niemals einfallen würden. Und dass er alle unsere Statistiken auswendig weiß, spart Zeit. Wir werden sehen. Allerdings besteht er darauf, dass R2-FBA-Kupplungen besser sind als die T7. Können Sie sich das vorstellen? Nein, du glaubst es nicht. Kann ich nicht. Du ahnst es ja nicht. Weitermachen. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ja, immer in diesem Stuhl. Er ist damit festgewachsen und eins geworden. So Leute, es ist wieder Zeit, Missionen durchzugehen. Die Reise nach Meridian. Nee, wir machen jetzt erstmal das hier wieder. Gibt's da Neueres? Wir warten den nächsten Schritt ab. So. Die abgestützten Catschiffe auf Aladdin untersuchen. Uneinigkeit in der Truppe. Fangen wir doch damit mal an. Also geht's wieder nach Eladen. Wir machen jetzt wieder erst alle verbündeten Missionen und dann wieder Main-Mission. So gehen wir jetzt weiter vor, ne? Gut, hier raus und auf nach Eladen. Wo ist das denn? Da, Uneinigkeit in der Truppe. Vielleicht gibt es da sogar mehrere Quests, da können wir gleich mehrere auf einmal machen. Das wird sich dann zeigen, nicht wahr? So, dann wollen wir doch mal gucken, was die Cat da schon wieder treiben. Wir sind auf Kurs. Jo, weiß ich doch. Bitte einmal landen. Wir nehmen mit. Ja, Drake und ich brauchen erstmal ein bisschen Abstand, deswegen nehmen wir mal Jawl mit.
Und ich würde sagen, Vetra, ja, wieso nicht? Die beiden sind doch auch ein cooles Team. Los geht's. Machst du nichts verkehrt mit, ne? Okay. Holen wir uns den Wagen und dann fahren wir auch direkt los. Wo müssen wir hin? Hier hin. Ich würde sagen, am einfachsten kommen wir von diesem Schnellreisepunkt aus dorthin. Let's go. Na, wenn Sie das sagen, wird es schon stimmen. Und so, wie Sie mich ansehen, nehme ich an, Sie wollen irgendwas. Der Widerstand braucht immer Ausrüstung. Ich bin mir sicher, wir können mit irgendetwas handeln. Lassen Sie uns... Rauch in der Ferne. Wahrscheinlich das abgestürzte Schiff, nach dem wir suchen. Andere Cats töten. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe das Gefühl, hier ist ein bisschen Stress am Start. Welche Cats sind denn jetzt die Guten? Sind wahrscheinlich alles böse Cats, egal. Ich mag diese Stille. Ich auch. So, den Ort untersuchen. Erst auffüllen, dann den Ort untersuchen. Wir nähern uns und hier haben wir ein Cat-Datenpad. Was ist das? Vermutlich ein Datenlog der Cat, Pathfinder. Es enthält wahrscheinlich irgendwelche gespeicherten Daten. Können wir auf diese Daten zugreifen, Sam? Das Gerät ist gesperrt. Können wir es hacken? Kannst du die Sperre irgendwie umgehen? Das übersteigt meine derzeitigen Möglichkeiten. Wir sind noch nie auf ein Gerät der Cat mit derartigen Sicherheitsmaßnahmen gestoßen. Ich schlage vor, wir bringen es zurück zur Tempest, um weitere Analysen vorzunehmen. Ja. Mit Suvi auf der Tempest reden. Okay. Eben noch den Behälter hier mitnehmen. Und schon geht's wieder zurück zur Tempest. Whoop. Extrahieren bitte. Exfiltration. Ach ja, wie schön. Bin so froh, dass man es nicht überspringen kann. Ach Mann. Ihr versteht, was ich jetzt meine, ne? Wir werden jetzt wieder all diese Missionen immer auf dem Planet fliegen, 20 Sekunden was tun, wieder zurück zur Tempest. So wird es jetzt die ganze Zeit gehen. Ah. So, Suvi! Ich habe hier was gebracht. Lexi hat nach Ihnen gesucht. Ja, Moment. Erst Suvi. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals. Langsam, Leute. Erst Suvi. Ich kann kaum glauben, dass einige Cat gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Die Cat wirkten immer so monolithisch, fast gesichtslos. Wir wissen kaum etwas über sie. Es gibt noch so viel, was wir über die Funktionsweise ihrer Gesellschaft nicht wissen. Die Sachen, die Sie mitgebracht haben, werfen vielleicht etwas Licht auf diese Fragen. Und da wir gerade davon reden, dieses Gerät, das Sie bei dem zerstörten Cat-Schiff gefunden haben, es ist mit einem biometrischen Schloss gesichert, das nur mit einem spezifischen genetischen Code geöffnet werden kann. Also wie ein Fingerabdruckscan. Nur eben mit einem genetischen Fingerabdruck. Genau. Was immer da drin ist, es soll wahrscheinlich nur Personen zugänglich sein, denen man vertraut. Bedeutet, ich muss einen Cat einfangen? Soll das heißen, ich muss ein paar bestimmte Cat aufspüren? Das wäre unmöglich, Ryder. Erinnern Sie sich an die Genproben der Cat, die Sie auf Volt gescannt haben? Ja! Lexi hat an den Daten gearbeitet und ich habe eine Idee, die tatsächlich funktionieren könnte. Wir sollten mit ihr reden, wenn Sie mal Zeit haben. Okay, ich habe gerade leider keine Zeit mehr. Du hörst den Hahn krähen und du weißt, was das bedeutet. Wir machen dann, meine Lieben, an dieser Stelle einen kleinen gebürtigen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.